Hallo und herzlich willkommen zurück zum Red Rage Gaming Crew Channel. Ich bin's, euer Dan, und jetzt nach langer Pause mal wieder ein Video zum Thema The Division 2. Ihr habt lange darauf gewartet und wir legen jetzt los. Auf geht's! Ja, The Division 2. Massive hat uns hier wieder nicht überrascht, aber es gibt jetzt einen neuen Modus bald. Ab dem 22. September können wir den Summit-Modus spielen. Worum geht's dabei? Da geht's um 100-stöckigen Wolkenkratzer in New York. Da müsst ihr euch bis ganz nach oben kämpfen, mit variierenden Umgebungen, Gegnerzahlen, Modifikationen und Bossen. Je höher man kommt, desto schwerer wird es. Ganz oben haben wir dann legendäre Gegner, das sieht man hier auch schön im Trailer. Es sind alle möglichen Fraktionen im Hochhaus drin. Das kommt als kostenloses Update für alle Besitzer der Warlords of New York Erweiterung. Das heißt, ihr könnt das dann direkt loszocken. Ja, und wenn man kaputt geht, dann fängt man wieder auf dem letzten Checkpoint an, sprich, weiß nicht, wenn du in Etage 45 stirbst, musst du auf 40 wieder anfangen. Ich denke, alle 10 Stufen. Das Ganze gibt es jetzt schon auf dem PTS zu zocken. Ich zock's nicht und zeig's euch auch nicht, denn ich möchte mir die Überraschung nicht nehmen. Ich will das schön live spielen für euch und dann gucken wir mal, was das so kann. Ja, was kommt noch bei Titel Update 11? Ihr habt universelle Mods, das heißt, ihr könnt die auf jeden Slot anwenden, die sind nicht mehr farblich markiert, das ist ganz cool. Wir haben weniger Regenbogen-Loot laut Massive, also die Chance soll steigen, wenn ihr ein bestimmtes Gearset kriegt. Das Hauptattribut ist zum Beispiel rot, dass halt die anderen Attribute dann nicht blau und gelb sind, sondern eher rot. Und das ist halt auch ganz interessant. Ja, was ist noch über die Zukunft von Division 2 verraten worden? Im Zuge der Ubisoft Forward wurde dann verraten, dass Division 2 auch auf den Next-Gen-Konsolen, also PS5, Xbox Series S und Xbox Series X spielbar sein wird, und zwar dank Abwärtskompatibilität. Außerdem werden generationsübergreifend Spiele gespielt werden können, also ne, PS4 und PS5 und Xbox One mit Xbox Series S und Xbox Series X. Ob es dabei Verbesserungen gibt, die auf die neuen Konsolen dann zugeschnitten sind, oder ob es ein Next-Gen-Update geben wird oder möglicherweise noch richtige Next-Gen-Versionen des Spiels kommen werden, ist leider nicht bekannt. Das hätte mich sehr interessiert, das wurde leider nicht gesagt. Was wir aber bekommen haben, ist eine kleine Roadmap von Massive, wie es so weitergehen soll. Und zwar hier haben wir Season 3, 22. September, ne, da gibt es den BTSU-Leader und neues Gear, Waffen und neue Apparel-Events, das übliche halt. Dann The Summit kommt auch mit dem 22. September, das ist der neue PvE-Modus halt mit den 100 Stockwerken. Und dann kommt Season 4 im Dezember, ne. Wir werden wahrscheinlich Fae Lau dann jagen, zumindest laut dem Bild. Und dann kommt noch ein Special Event im Winter, Codename Nightmare. Ja, da gibt es mehr Informationen, soll es da erst zu einem späteren Datum geben. Wir sehen im Trailer halt nur den kurzen Ausschnitt vom Kenley College, irgendwie, wo alles so ein bisschen in Gewitterstimmung ist und gruselig und ein paar Gruselsounds. Das klingt ganz interessant. Ich bin gespannt, was das alles so kann. Ja, aber jetzt kommt meine große Frage an euch. Reicht euch das, um wieder zurückzukommen? Denn ich merke selber, bei mir ist gerade auch ein bisschen die Luft raus. Wir spielen gerade in Red Dead Online. Das macht viel Spaß. Da gibt es jetzt eine neue Spezialisierung für Berufe und so. Da freue ich mich sehr drüber. Das macht Bock, das zu zocken. Ich bin auch gerade ein bisschen an Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 Remake dran. Das macht auch Spaß. Aber ist halt, weiß nicht, bei Division ist gerade so ein bisschen Flaute, ne? Irgendwie, weiß ich nicht. Wenn mich jetzt einer fragen würde, warum spielst du gerade keine Division, würde ich sagen, weil zu viel Massive drin ist. ja, wie seht ihr das? Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was eure Meinung zu der ganzen Sache ist. Kann man euch damit hinterm Ofen hervorlocken? Oder sagt ihr, ist dieselbe Grütze wie immer, lass mal lieber sein. Ich spiele jetzt, weiß ich nicht, keine Ahnung, Ori and the Will of the Wisps. ja, weiß nicht. Was ist eure Meinung? Schreibt mir das mal. Ich bin echt drauf gespannt, wie euer Feedback zu dem ganzen Schüsselamenge hier ausfällt. Denn ich bin positiv optimistisch, bisschen überzeugt. Ich hoffe, es werden nicht so viele Bugs drin sein. Ich hoffe, es werden viele alte, nervige Bugs behoben mit dem Update 11. Das wäre mal ganz schön, denn das ist dringend nötig. Da muss Massive noch ein bisschen nachlegen. Es soll auf jeden Fall Bugfixes kommen, aber wie gesagt, da ist im Moment noch zu viel im Argen, damit das alles irgendwie
vernünftig läuft, muss da ein bisschen was besser werden. Wir kriegen auch neue Exotics hier, die Backfire MP kommt noch rein mit Titelupdate 11. Es gibt noch den Memento-Rucksack, der kommt auch noch rein. Und es gibt Ridge Race Pride Brustschutz. Also, da gibt es einiges, worauf man sich ein bisschen freuen kann. Ich bin gespannt. Und ein neues G-Set kriegen wir auch noch. Also Leute, das geht ab. Aber reicht euch das? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn euch das hier gefallen hat, denn wir sind jetzt am Ende des Videos. Mensch, dann lasst doch einfach mal so ein kleines Abo da. Dafür kommt nämlich jetzt der Abspann hier auf links mit Abo-Button und mit mehr Videos-Button, wenn ihr weiterschauen wollt hier. Auf rechts ein Dankeschön an alle unsere Generäle und Kapitäne, Kanalmitglieder, die uns hier supporten. Richtig geil, Leute, ihr seid super. Und ich kann eigentlich nur noch sagen, bis denn, euer Dan.